Ja, ich drücke ganz fest die Daumen und wir gehen jetzt vom Hotel an den Rhein zu ihm. Christian Stock, von Beruf Schauspieler, aber in Köln vor allem deshalb bekannt, weil er dafür sorgt, dass es am Rhein wieder schön wird. Krake, so heißt der Verein, den er vor ein paar Jahren gegründet hat. Und seitdem macht Christian regelmäßig große Aufräumaktionen am Rhein. Genau da hat ihn unser Besser-so-Team getroffen. Und da hat er auch erzählt, warum er mit dem Müllsammeln gar nicht mehr aufhören kann. Das Problem ist, wenn du einmal Müll gesammelt hast, siehst du überall Müll. Also was mich sehr nervt, ist die Ignoranz mancher Menschen. Viele benehmen sich wie die Axt im Walde. Ne? Nach mir die Sintflut, ist doch egal, komm, ich lasse es einfach fallen. Irgendjemand räumt schon weg oder im Zweifel ist es auch egal. Ich denke da ein bisschen weiter und denke, alles, was du fallen lässt, das ist potenziell interessant für Tiere, die das dann fressen und daran sterben im schlimmsten Fall. Und das möchte ich verhindern. Ja, ich glaube, die Initialzündung war vor 8 Jahren, als ich nach Nepal geflogen bin. Ich bin hauptberuflich Schauspieler und habe da einen Film produziert und gedreht und bin halt durch Kathmandu gelaufen und habe gesehen, wie die Leute ihren Müll einfach in die Flüsse schieben. Dann kommt irgendwann nach der Trockenzeit der Monsun und spült es weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und da dachte ich mir, du als Westeuropäer hast auch eine Verantwortung, denn es ist auch unser Müll, der in Asien landet. Ich habe es tatsächlich gesehen, ich bin im Indischen Ozean tauchen gewesen und da hat vor meiner Maske so ein Müsli-Riegel oder ein Snickers war es, geschwommen, habe ich geguckt und die Inhaltsstoffe waren halt alle auf Deutsch. Das war auch so ein Knackpunkt. Ich habe erstmal angefangen alleine am Rheinufer, nur immer wenn ich da selbst gegrillt habe oder mein Bierchen getrunken habe oder was, in einem gewissen Radius um mich rum sauber zu machen. Dann habe ich ein paar Kumpels dazu geholt und irgendwann, anscheinend habe ich irgendwas in Bewegung gesetzt, weil die Leute kamen dann zuhauf und es wurden 5 Leute, 50, 100, zack, Facebook-Gruppe gegründet mit einem großartigen Namen, wie ich finde. Krake steht für Kölner Rheinaufräumkommandoeinheit. Ich wollte halt irgendwas mit Köln haben, mit Rhein und mit Aufräumen. Ne? Hatte ich schon mal 3 Buchstaben. Dann kam ich auf die Idee, mach doch was mit einer Abkürzung, dass die Leute auch ein bisschen nachdenken müssen. Ja. Es ist ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft. Wir haben Schüler, Studenten, Rentner, Menschen im Anzug, Hausfrauen, Gassigänger, alle dabei. Also das sind auf jeden Fall kein... Gutmensch ist auch so ein komisches Wort. Es sind gute Menschen. Man kann schon mal sagen, wer zum Müllsammeln kommt, ist kein Arschloch. Wir sind regelmäßig unterwegs. Ich glaube, einmal im Jahr ist punktuell, das ist nicht nachhaltig genug. Wenn man sieht, was wir an einem Tag für Berge von Müll einsammeln und es sieht 2 Tage später wieder genauso aus, ist das schon sehr demoralisierend, aber zeigt halt, okay, wir müssen halt öfter ran. Dementsprechend sind wir eigentlich ziemlich jede Woche unterwegs. Und da sind auch Sachen dabei, die teilweise 50, 60, 70 Jahre alt sind. Wir haben eine Simulationsgranate gefunden von der Bundeswehr von 91, die war noch scharf. Da kommt dann natürlich der Kampfmittelräumdienst. Wir finden alte Prielflaschen aus den 70ern. Ich habe schon mal einen Mammutzahn gefunden sogar. Also es gibt nichts, was wir nicht finden. Wenn jeder einen Plastikhandschuh und eine Tüte mitnimmt und immer mal wieder was aufhebt, dann wird der Müll weniger. Und das ist ja auch eine Vorbildfunktion. Und ich denke, damit kann man schon was bewirken. Ja, es sind alle sehr nett, ein schönes Miteinander. Das macht Spaß. Aber jetzt ist es weg. So, dann haben wir das weg. Und das macht einen dann zufrieden. Müll sammeln ist sexy. Und das ist das, was ich den Leuten versuche zu vermitteln. Mit Spaß an die Sache rangehen. Und man findet mittlerweile überall in der ganzen Stadt Menschen, die eigenständig Müll sammeln gehen. So als Splittergruppe der Krake oder von sich aus, finde ich toll. Das wollte ich erreichen. Also Müll gibt's immer, keine Sorge. Sollte eines Tages der Tag eintreten, an dem wir keinen Müll mehr beim Sammeln finden, dann löse ich den Verein sofort auf. Ja, aber das wird nicht passieren. Guter Typ,